Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Schwert in der Waterlock Challenge. Ja, wir werden jetzt uns um die Gesteinsarena kümmern. Hier in Sturchester. Warum auch immer Gesteinsarena, ne? Ich weiß, diese Stadt wurde mal im Trailer gezeigt, so ein Teil davon, ne? Ich weiß gar nicht mehr, welcher Teil das war. Ich glaube, das war ein kleiner Teil dieser Stadt, ja, der Teil. Da dachte man noch, dass die Städte ultra groß sein werden und so. Ja. Wohl ja das genaue Gegenteil. Naja. Wir werden jetzt in die Gesteinsarena gehen. In Pokémon Schild ist es eine Eisarena mit einem Arenaleiter, der sehr beliebt ist. Sag ich mal so. Ja. Auf jeden Fall wird sich Tentakel freuen. Schau gerade, kann jemand den Durchbruch erlernen? Okay. Haben wir mal eine vernünftige Kampfattacke. Mensch, habe ich gerade erst die Internetverbindung hergestellt, ne? Ja, ich denke, dass das Schutzschild auf mich sein kann. Okay, Gesteins-Dynamax-Pokémon. Fällt mir eigentlich nur eins gerade ein. So spontan. Dass sie weiter wegen von Waggon. Oh Mann, ich habe gerade einen riesen Pleite heimgefahren. Die Strategie gegen Gesteins-Pokémon war wohl doch nicht ganz das Wahre. Dabei hatte ich sie mir doch 1:1 meinem Bruder abgeguckt. So ein Mist. Hier hast du die Karte gegen das Arena, gegen den ich gerade verloren habe. Wirf besser einen guten Blick darauf, bevor du dich der Herausforderung stellst. Ich glaube, das brauche ich nicht. Ja, auf jeden Fall, die Arena-Leiterin aus Pokémon Schild, die Eis-Pokémon hat, ist, glaube ich, die Mutter oder so von dem Arena-Leiter hier. Ah, Balduin, mein bester Freund. Hey, ich bin's, Balduin. Hier, nimm. Mondball. Pokémon, die sich mit Mondstern entwickeln, wie viele davon gibt's im Schwert und Schild? Die Nidos gibt's doch nicht, oder? Nico und Nico gibt es auch nicht. Welche Pokémon, die sich mit Mondstein entwickeln, gibt es ein Schwert und Schild? Pipi, genau, Pipi und Pixie. Pummeluft, Knüttelluft, glaube ich auch. So wäre logisch, wenn die einen da sind, sollten auch die anderen da sein, denke ich. Ja, stimmt, ich glaube, ich weiß, was das für eine Arena ist. Ich glaube, da ist so ein Rätsel mit HD Rumble, was aber nicht wirklich richtig funktioniert oder so. Naja, auf jeden Fall. Gibt es dieses Rätsel hier auch in Pokémon Schild, nur mit einer anderen Textur? Sieht so ein bisschen aus wie der Item-Detektor aus Omni-Rubin und Alpha Saphir. Nun denn, ja, erkläre ich dir mal. Fallgruben-Detektor, ne? Die sind überall unsichtbar Fallgruben. In eine solche Plumps wird zuletzt der erreichte Plattform zurückgebracht. Der Detektor vibriert stärker, je näher du einer Fallgrube kommst. Dann viel Erfolg. Also denke ich, hat es doch was mit den Schiebermüll zu tun. Okay. Warum ist hier überhaupt eine? Das ergibt null Sinn. Naja, ich glaube, overlevelt sind wir nicht für die Arena, also müsste es gehen. Also zumindest meine ich mit Pokémon, die mir gehorchen. Sedimantur. Ich will Blattgeist noch aufsparen. Alter, ein Pokémon, ernsthaft? Wir sind hier doch in der 6. Arena oder etwa nicht? Der Gestein ist sehr selten so einer der letzten Arenen. Sieht man ja selten. Ne? In Rot und Blau war es die erste. In Rubin und Saphir war es die erste. In Gold und Silber konnte man sie nach der 8. machen, ja, wie alle Kanto-Arenen. In Sinnoh war es die erste. In Einal gab es eine in Einal. Ja doch, ich glaube die 4. oder so. Und da war das Boden, nee, das war Boden. Es gab keine Gesteinsarena-Leiter in Einal. In Carlos gab es einen, ja, in Carlos war es die 2. Arena, also vorher war es immer die, so einer der ersten, ne?
Nee, Alola war es der zweite Inselkönig. Und hier ist das jetzt die sechste Arena, ne? Vorher war das halt immer die erste oder zweite Herausforderung, ne? Also relativ am Anfang. Was natürlich nicht heißt, dass der Kampftyp schwach ist oder so. Gesteintyp schwach ist. Okay, eigentlich erkennt man das dann doch ganz gut. In dem Fall Ruben. Haben wir den ersten Bereich hinter uns? Hier erscheint auf jeden Fall einiges an Fallgruben hier geskippt zu haben. Genau, weiter so! Atme tief durch und konzentrier dich! Okay. Ja, das sieht halt echt aus so wie Copy-Paste von der zweiten Arena, da die Arena-Trainer. Naja. Ja, das ist jetzt ein etwas schwererer Gegner, Castellit. Ich habe irgendwie immer noch Schiss vor entwickelten Pokémon, wenn ich die wild treffe, ne? Bin es halt echt nicht gewohnt, entwickelte Pokémon wild zu treffen. So wirklich. Ich werde immer den Gescheit, diesen Ultra auch gelevelt und kann ihn da nicht fangen. Bleibt so Mittelentwicklung wie Streboli, ne? Warte, ich wusste gar nicht, dass der Eisenstein sehr effektiv ist, dass ich vielleicht mal unten gucken vorher, ne? Ah, cool, bald gehorcht mir Barrikadak schon wieder nicht. Geilo. Scheiße, ich wollte gar nicht auf. Ich werde jetzt wieder hier rausgelassen. Ne? Oh cool, ich konnte den Trainer skippen. Und ich falle in die nächste Fallgrube rein, ich voll Idiot. Wunder, dass er mich bis gerade eben nicht entdeckt hat. Christopher. Ja, Kate, also Nessa, ne? Kate. Gab's doch überhaupt keine Menschentrainer, oder? Okay, das ist jetzt einer der wenigen Ausnahmen, wo ich tatsächlich auf Gyarados gehen muss. Weil das Ding ist halt Feuergestein, Waggon. Aber die Endentwicklung müsste man doch auf dem Level schon haben, ne? Ich glaube, der entwickelt sich ja schon auf 32 zur Endentwicklung. Ich muss schneller sein als der. 39. Ich glaube, der entwickelt sich halt, wie gesagt, auf 32. Oder sowas in der Art. Ich mag die erste Form überhaupt nicht. Die Endform, die geht so. Das hat aber auch eine Gigadynamics-Form und stimmt, dass die hier auch vorhanden sein wird. Eis-Pokémon weiß ich halt echt nicht. Ey, der Eis-Arena dann. Gigadynamics-Nom-Nom dann safe. So, ich glaube, jetzt kommt noch ein nach Real, dann haben wir es geschafft. Hier gab es deutlich mehr Fallgruben, nehme ich mal an, ja. Ja. Jetzt wird es weniger, du wirst jetzt weniger ziehen können. Weiter gehen müssen auch, wenn du nicht siehst. Also auf der Seite komme ich schon mal nicht weiter. In dieser Fallgrube auch nicht. Aber wo landen wir überhaupt, ne? Ich habe frühere Arenen, wo wir dann sehen konnten, wie... Das ist aufregend, oder? Eine safe Plattform schon mal. Oh, eine zweite.
Los, hab keine Angst. Ja, ich finde irgendwie, dass die Arena-Trainer trotzdem irgendwie deutlich mehr wie Frauen aussehen als noch in der Wasser-Arena. Tiefschlag. Naja, frisst jetzt erstmal meine heiße Staffel. Sprich, wenn du gebrustet hast, hast du sie dir gerade selbst angeknackst. Mogelbaum. Obwohl, kann Mogelbaum Robustheit haben? Das weiß ich gerade gar nicht. Sehr viele Gesteinspokémon haben Robustheit. Stahl-Pokémon auch. Von anderen Typen gibt es das eher weniger. Ich glaube sogar nie. Ich kenne zumindest keinen Geist-Pokémon wirklich, das Robustheit hat. Scheiße. Da wollte ich natürlich nicht reinfallen. Mann, lernt durch seine Fehler. Halte durch bis zum Schluss, du hast es fast geschafft. Ich hab's geschafft. Ja, wir sind zwei reingetreten. Ich hab safe deutlich mehr, ja. Ja. Da jetzt ganz am Ende, ja okay, die eine, die war wohl offensichtlich. Das war fabelhaft. Los, Arena Challenger, betritt den Kampfplatz. Wir haben schon unseren eigenen Fanclub anscheinend. Du hast die Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. Okay. Die richtige ist vorne, ich werde ihn noch heilen. Hier ein Supertrank reicht. Ich glaube, ich würde ihm auch mal eine Beere ausrüsten. Ich glaube, wo kommt, dass die da mit Käferbiss oder so ankommen werden? Aber nicht Sinnelbeere, da die andere. Wird seine Zutraulichkeit? Hä? Wo waren die nochmal? Wie hieß die nochmal? Da. Das Paralyse, das wird safe nicht geben. Silbeere ist halt echt nicht so geil. Komm, geben wir eine Kieferbeere. Schau, du magst den Geschmack. Jetzt geht's auf jeden Fall ins Stadion. Hier. Hier ging es zwar nicht so schnell wie da Feen-Arena, aber egal. Ich bin Mac. Tut mir echt leid, aber ich werde diesen Kampf rigoros dafür nutzen, dem Publikum die unübertreffliche Kraft meiner Pokémon zu zeigen. Komm, bringen wir es hinter uns, Challenger. Arena-Leiter Mac fordert dich heraus. Tanatora. Geht er doch mit dem perfekten Opfer für meinen Pflanzen-Pokémon. Vierfache Pflanzenschwäche. Blattgeisel. Er beginnt mit Hausbruch. Da ist er wohl vor zu tweeten. Aber das wird mich nicht davon abhalten, Blattgeisel einzusetzen. Du hast keine Chance. Potrott. Halt widerlich. Potrott Level 40. Potrott ist ein richtig widerliches Pokémon. Warum muss es das hier geben?
Und das ist aber sehr effektiv und wir tun es nicht mehr, mein Gott. Oh, und der Flinch, der war wichtig. Der war sehr wichtig, Alter. Portrott kann richtig ekelhaft werden. Wir haben echt Glück, dass wir es geschafft haben, den jetzt zu two-hitten. Hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Ich habe Tanatora nicht so offensiv, nicht gerechnet, dass er so offensiv ist. Humanoid. Der kommt auch noch. Was ist der nochmal? Gestein Geist? Gestein? Ach, ich weiß gerade gar nicht. Leg ich schon mal die Tarnsteine, Alter. Widerlich. Aber die Attacke verfehlt. Und der Wunderraum wird auch noch eingesetzt. Das kann so ein Problem werden, das sehe ich jetzt schon. Als ob du schon wieder den Scheiß fehlst. Body Slam. Kriegt ja wenigstens ein bisschen Schaden mal. Hätte ich vielleicht auch bloß auf den Eisenschädel gegangen. Naja, jetzt trifft er wenigstens mit Blattgeißel. Aber zu wenig wechsel ich. Das letzte Pokémon, ich kann auch niemals im Leben. Ich kann auch niemals im Leben jetzt auf Gardos wechseln, jetzt wo die Tarnsteine draußen sind. Monte Carlo. Ich kann auch niemals auf Gardos jetzt wechseln. Ich muss auf ihm wechseln. Ich würde gerne den Überrumpler als Prio machen, das Ding ist halt, dass er das vierfach resistet oder so. Und werde nicht meine Boost-Attacke machen, ich will schon noch rauswechseln können. Nein, ich bin auch nicht so Staubsauger, ich kämpfe weiter. Monte Carlo. Ich finde den halt auch nicht so geil. Wie sein, ja, Dieb hat Tarnsteine Schaden. Ich werde jetzt erstmal Schutzschild machen. Werde zu einem gigantischen Fels. Giga Dynamax. Gigantamax, ne? Wenn wir jetzt den englischen Begriff nutzen. Alter, ohne Scheiß, was haben sie mit dem angestellt? Monte Carlo. Ohne Scheiß, ich glaube sogar wirklich, dass die Weiterentwicklung von Snom ist, die eine Giga Dynamax Form hat. Ich muss gerade schauen. Als ob ich trotzdem getroffen werde. Ich konnte den Angriff nicht abwehren. In den großen Körper steckt große Kraft. Was nur ab! Wir werden dir gleich alles geben. Antun. Gigaschlacke, was ist denn das? Dem seine Spezialattacke. So viel Schaden macht das jetzt nicht. Ja, schau grad, was der Arena-Leiter in Pokémon Schild hier hätte. Steinbrocken, ja, das wird mir jetzt ein bisschen gefährlich. Okay, schau mal, was jetzt. Ach so, Giga Dynamax Lapras. Den gibt's ja auch noch, stimmt. Boah, Dynabrand, das wird jetzt wehtun, wegen der Sonne. Und wir verlieren Legios. Super. Geil. Das war super, ich kann bloß nicht rauswechseln wollte wegen der scheiß Tarnsteine. Aber Alter, gegen das Ding kann ich halt echt niemanden rausschicken. Alter, woher hätte ich wissen sollen, dass du mich one-hittet mit in der Sonne? Ja, das hat jetzt super viel Schaden gemacht mit dem Tarnstein. Ich muss jetzt eigentlich schneller sein als er, ne? Sonst verliere ich noch Garados. Komm, ich mache jetzt auf Ernst. Das ist nicht, dass ich vorher nicht auch ernst gemacht habe, ne? Los, Giga Dynamax. Glurak, genau. Garados. Ne, Dynamax, Garados, nicht Giga Dynamax. Alter, hat er jetzt viel KP.
Und ich bin schneller, tschüss, Monte Carlo. Aber das stört mich halt jetzt übelst. Hätte ich auf Dynamax gehen sollen, sorge mich halt jetzt wirklich. Wäre vielleicht besser gewesen, hätte ich den Tod vermeiden können. Aber okay, ich finde es interessant, dass wenigstens, Alter, wie hieß der nochmal? Ist eigentlich auch egal. Spelektro, ich nenne den jetzt einen deutschen Namen. Spelektro, auf unserem Level ist ungefähr. Sechste Arena hat drittes Pokémon verloren. Es ist natürlich scheiße, aber ich bin zufrieden mit der wenigen Anzahl an Verlusten bisher. Es war halt immer nach jedem, ne? Jetzt bin ich baff. Aber ich muss ja jetzt hier ins Auge sehen. Du hast mich besiegt. Hier, der Gesteinsorden. Vielen Dank. Sieht aus wie so ein Gamer, ne? Naja. Hier nur noch zwei Orden. Dann haben wir es geschafft. Jetzt kann ich alle gucken, bis Level 50 fangen. Ja, Mann. Glückwunsch, hier eine TM. Felsgrab. Warum Felsgrab? Das ist der sechste Orden. Ey, Tim Tarnstein hätte ich noch verstanden, ne? Das hat mich halt echt gefickt. Ich wollte halt extra wegen das nicht da Garados reinschicken, ne? Ja, hätte ich gewusst, dass ich schneller bin mit Garados, hätte ich ihn natürlich reingeschickt. Ich wollte natürlich niemanden verlieren. Aber irgendwie war es klar, dass es den als nächsten treffen wird, irgendwie, ne? Was könnte ich reinschicken? Waggon? Nee. Ich habe halt schon ein Feuer-Pokémon. Eigentlich Lucario oder so, ne? Das Ding ist halt, dass der noch bei seinem Pokéjob ist. Muss ich mal schauen. Ich weiß gar nicht, kann man das irgendwo nachsehen, wie lange das noch dauert? Zwei phänomenaler Kampf. Weißt du was? Ich kenne da ein gutes Restaurant, Sir Chester. Lass uns deinen Sieg dort feiern. Ich wollte ohnehin was mit dir besprechen. Das Restaurant heißt Steakhouse Lecker Paul. Ja, gerne. Aber zuerst werde ich mal schauen, wie lange dieser scheiß Pokéjob noch dauert, Alter. Oder so erst, weil ich dieses Item hier aufsammeln und zwar die zwei Kapseln Spezialen, X-Spezialangriff. Die Kapseln sind ja eigentlich relativ gut geworden mit der siebten Gen. Ist nebenbei das Restaurant da. Na? Aber ohne Scheiß, die Stadt hat man halt schon im Trailer gesehen, in dem allerersten. Und das sah das halt noch so aus, als hätte es jetzt riesige große Städte und so, ne? So richtig RPG-like. Ja, yeah, mehr Aufträge für mich. Noch 3 Stunden, okay. In 3 Stunden kommen meine Pokémon zurück. Werde ich sehr viel mit Riolu spielen. Ich glaube, ich werde jemals nichts reinnehmen, oder? Doch jemand anderes. Vielleicht werde ich auch Drapfel reinnehmen, oder? Ich habe halt schon den Pflanzen. Oh hey Grün, hast du dir schon den nächsten Orden geschnappt? Was? Super! Da bist du ja, wir haben bereits auf dich gewartet. Ich habe immer noch nichts Neues über die finstere Nacht oder die Pokémon des Schwertes und des Schilds herausgefunden. Moment mal, das. Und ganz zufälligerweise hier in einem random Steakhouse. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Ein fünfter Wandteppich oder was? Die beiden Helden sehen traurig aus. Und wo sind das Schwert und das Schild hin? Was hat die Darstellung bloß zu bedeuten? Wurden sie versiegelt? Das wäre möglich. Oder sie sind irgendwo in einem tiefen Schlummer gefallen. Waren das Schwert und das Schild nicht gleichbedeutend mit den beiden Pokémon? Du hattest. Das hattest du doch durch die Entdeckung bei der antiken Stätte herausgefunden, oder? Ja, genau. Zumindest war das meine Vermutung. Könnte es sein, dass dieses merkwürdige Pokémon, das wir gesehen haben am Ende, das Schwert oder der Schild war? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Mit welchem Pokémon redest du? Grün, du weißt doch, welches ich meine, oder? Damals im Schlummerwand.
Ganz, ganz genau. Dieses Pokémon aus dem Nebel könnte doch eines der Pokémon aus der Legende sein, oder? Stimmt, ja, ihr beiden wart ja im Schlummerwald. Ich bin eigentlich nur auf diese Reise gegangen, weil Oma mich gedrängt hat. Aber inzwischen finde ich das alles ungeheuer spannend. Kommt, lasst uns erstmal essen, aber ihr müsst mir haargenau erzählen, was da passiert ist. Worauf ihr habt ihr Appetit? Was soll ich bestellen? Naja, wir können ja gerne im Steakhouse essen, aber wenn, dann ohne Hop. Wow, ich habe ihn mal nicht Tali genannt. Ich verstehe, sehr interessant. Alles klar, als nächstes sollten wir Zirchester genauer erkunden. Vor allem die Heroentherme würde ich gerne näher unter die Lupe nehmen. Oh cool, ein Inferno-Pot. Boah, wieder ein NPC da hinten, der ist nachgespawnt, ist der mit dem schwarzen Pulli. Die Heroentherme. Hier soll der Held, oder besser gesagt, hier sollen die beiden Helden vor langer Zeit ihre Wunden gewaschen und sich auskuriert haben, nachdem sie das Böse besiegt hatten. Aber heute wird die Heroentherme eigentlich nur noch von Pokémon benutzt. Das macht mich stutzig. Wer genau waren diese Helden, die damals in der Therme gebadet haben sollen? Das werde ich später näher untersuchen. Ihr beiden seid im Schlummerwald diesen Pokémon, merkwürdigen Pokémon begegnet. Vielleicht wurde euch diese Ehre zuteil, weil ihr das Potenzial habt, so zu werden wie die Helden. Also wenn wir zwei die neuen Helden des Schwertes und des Schildes werden sollen, will ich aber der Held des Schildes sein. Ich hätte den Helden von damals zu gern bei ihrem großen Kampf zugesehen. Hey Grün, lass uns auch einen epischen Kampf hinlegen. In Ordnung. Wenn es sein muss. Durch das leckere Curry, das Sania uns spendiert hat. Das war doch ein Steakhouse, warum gibt's doch Curry? What the fuck? Ja, ist mein Kampfgold, ist neu erwacht. Ich stecke voller Energie, du wirst schon sehen. Ich verstehe zwar nicht, was du da redest, aber zusehen werde ich euch trotzdem. Vorher mache ich aber noch die Pokémon von Grün wieder fit. Danke. Du musst Arm ausstrecken, so. Pokémon geil. Es wird mal wieder Zeit, dass der zukünftige Champ seine Fähigkeit zur Schau stellt. Also ich, ne? Es wird mal wieder Zeit, dass ich meine Fähigkeit zur Schau zeige. Zwollock. Ja, super, hab jetzt mein Kampf-Pokémon verloren. Warte, scheiße. Ah, ne, ich hab mich schon auf die Box gelegt, oder? Habe ich den Trottel schon auf die Box gelegt? Ja, ich weiß aber gerade nicht, ob ich es in die Ripbox gemacht habe. Blattgeißel. Einigler. Komm, es ist nur Zwollock, die Weiterentwicklung von Volley. Ich bin froh, dass ich noch kein Volley im Wundertausch bekommen habe und ich hoffe, dass ich keins mehr bekommen werde. Doppelkick, aber das will nicht so viel machen. Von jedes Mal gibt Schaden vom Eisenstachel. Hat er schon die Fähigkeit meines Pokémon vergessen. Jetzt will ich erst recht killen. Also er macht mir halt wenig Schaden mit seinem Volk, weil das Ding ist halt echt scheiße und sieht scheiße aus. Was hat man sich bei dem Design gedacht, auch bei Volley? Für sowas muss der Ampharos weg. Ich schau danach noch, ob ich den Typen schon auf die Ripbox gelegt habe. Liberlo. Ein Wechselgardos. Ich werde danach noch nachschauen müssen, in ein paar Stunden so mit den Pokéjobs, damit ich meine Pokémon trainieren kann. Kaskade! Mega Kick. Ja, okay. Denkst du, dass du ein Pokémon von mir ausschalten kannst? Nee. Nur nach hinten passiert sowas. Okay, Critical Hit.
Warum geht's zu deinem letzten Pokémon? Orkan. Seit wann kann Gyarados Orkan? Ich meine, das ist speziell. Also nein. Aber cool, dass er überhaupt Flugattacken erlernt. Vorher konnte er doch nur Sprungfeder lernen. Der Orkan passt zu ihm, Britziegel. Ja, das ist der vielleicht nicht der Beste. Wollen wir vielleicht mal endlich ihn nutzen? Ich glaube, der hat schon Bock eingesetzt zu werden, ne? Das ist der Freund vom Goofer nebenbei. In Storm. Vor allem, warum hat er so ein Arschgesicht? Ihr Adblocker! Wow, nix beschützt ihn. Oh, kommt die Verteidigung sinken. Ja! Alter, das passiert sogar bei speziellen Attacken. Sind bei den Elektro-Pokémon. Reines Elektro-Pokémon sogar, glaube ich. Oh, Level 40, dieser Hund da. Relaxo. Komm, ich fühle mich jetzt cool und bleib drin. Schau jetzt erstmal, was der drauf hat. Ich bin schneller als der. Adblocker! Ich hab den Namen der Attacke sogar, das hört sich so an wie Adblocker, wo es eigentlich Ablocker ist. Body Slam, Digga. Ich dachte schon, der macht eine Kampfattacke. Warte, das gefällt mir mega geil. Mega. Nachthieb! Oh, scheiße, er überlebt. Ist aber nur Body Slam. Wow, geil, sein 3D-Modell einfach auf mich gepackt. Aber wenn er jetzt mit. Wenn er jetzt mit einer Kampfattacke kommt. Ich wechsle aus. Ich will das Risiko nicht eingehen. Er ist schon öfter dem Tod sehr knapp entkommen. Obwohl ich auch mal gern Belektro nutzen würde. Ich habe ein Team. Warum nutzen? Nicht nutzen. Boah. Scheiße. Der Hundesohn. Teddy Squatch ist irgendwie so ein Pokémon, das bis zum Ende des Let's Plays bleibt, ne? Oh, scheiße. Das hätte ich nicht sagen sollen, oder? Cramor. Ach komm, Elektro. Dein großer Moment. An deinen japanischen Namen erinnere ich mich leider nicht mehr. Alter, das sieht ja scheiße aus. Wenigstens hat er nicht mehr das hässliche Herz am Arsch. Er ist halt genau auf dem Level der Gegner. Jetzt. Jetzt mal den Wagenruppler. Die Masse. Ja, eine noch hässlicher die Masse als du, werde ich wohl nicht hinkriegen. Wohl was sag ich da eigentlich? Cramor ist eigentlich ein geiles Pokémon. Funkensprung. Sag mal, kann der eigentlich noch was anderes aussagen, die Masse? Ich glaube, der kann mich jetzt überhaupt speeden. Ich kann die Musik lieber nicht mehr hören. Oh, Fullpara, Idiot.
Sowas wie Donnerzahn oder so wäre geil, wie der Fisch schreit. Okay, der Agel hat ihn gekillt. Alter, wie Ferrothorn und Obstagun. Jetzt, Schüler mit 47 sind. Ich kann also nicht mal gegen meine Rivalen gewinnen, aber ich gebe nicht auf. Naja, Münzamonet gibt noch mal ein bisschen mehr Geld raus. Danke, ihr habt beide sehr gut gekämpft. Wenn ihr so weitermacht, könnt ihr irgendwann vielleicht den unschlagbaren Delion besiegen. Was steht als nächstes auf eurem Plan? Ich habe vor, mich noch ein bisschen näher mit dem Schlummerwald zu beschäftigen. Ich werde mich wieder an der Arena-Challenge widmen und sobald ich den Arena-Ort in der Tasche habe, geht's nur streiks über Route 9 nach Spikeford. Auf geht's! Schon die vorletzte Route. Ich glaube, das hat ihn wieder aufgemuntert. Leon macht sich immer große Sorgen, wenn es Hopp schlecht geht. Und du als seine Rivalin willst sicher auch nur das Beste für ihn schnipsen. Nein, ich will eigentlich nur, dass er in der Hölle verreckt und mich endlich in Ruhe lässt mit den ganzen Kämpfen. Also dann mach's gut. Aber dich würde ich jederzeit gerne aufmuntern, Sania. Naja, genug rumgeschleime. Ey, und wie, wenn du mir schon vor dem Kampf meine Pokémon heilst, könntest du sie mir auch gerne danach heilen, ne? Naja, geht's jetzt über Route 9 nach Spikeford. Route 9 hat zwei verschiedene Abschnitte wie Route 8. Warum auch immer, ne? Man wollte unbedingt eine gerade Zahl haben mit Routen, ne? Das hätte ja sonst 12 Routen gemacht. Ich weiß auch eine gerade Zahl, aber so 10, 15 oder sowas in der Art, ne? Eigentlich haben wir umgerechnet noch ungefähr 5 Encounter, wenn ich richtig zähle. Soll ich jetzt auch schauen, habe ich Legios in die richtige Box gemacht? Warum mache ich denn die Box, ich Idiot? Bin froh, dass ich ihm nicht sowas wie seinen Kopfstoß gegeben habe. Wenn die anderen von ihrem Auftrag zurück sind, kommen sie ins Team. Keine Ahnung, ich nehme irgendeinen Platzhalter hier rein. Keine Ahnung. Waggon. Du bist aber nur Platzhalter, ne? Den nehmen wir nicht ins Team. Wenn, dann müsste ich mein Feuer-Pokémon wegtun und das will ich nicht. Das will ich eigentlich gar nicht. Nom nom! Route 9. Noch eine Eisroute, geilo. Top Trank! Es ist Pritzige. Der scheint selten zu sein, oder? Der sieht mir aber auch nicht aus, als wäre er schwer zu fangen. Das macht Luxus, was? Na, schnell zutraulich. Ja, keine Ahnung. Ich will den Traumball eigentlich nicht für den verschwenden. Der Typ Elektro, soweit ich weiß. Hat nichts mit Wassertyp zu tun, auch wenn das so aussieht. Genesung. Nichts effektiv, ja, ich glaube, dann ist er Typ Elektro, wenn Stahl nichts effektiv ist, oder? Ach komm. Elektrofeld, was macht das Elektrofeld nochmal? Ich weiß gerade nicht. Die Felder sahen aber auch irgendwie auch schon cool aus, so ein Gen 7 zum Beispiel. Da wird irgendwie das komplette Kampffeld in dieses Feld gehüllt und nicht so ein paar Ansätze da auf dem Boden. Ich weiß gar nicht, wie es ein Gen 6 war. Kamen die nicht erst mit Gen 7 noch hinzu, die Felder? Nee, oder? Kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen.
Crit. Oder Genesung. Der kann genesen, das ist ein richtig ekliger. So wie Gufa. Ach komm, fick dich. Bleib jetzt drin, du Homie. Komm, bleib drin. Ach komm, oh, du hässliches Stück Scheiße. Manchmal, dass ich dich den verletze. Also, dass ich ihn besiege. Darauf hätte ich keinen Bock. Oh, zurückgeschreckt und kann ich angreifen. Cool, bleibt mal in dem Bereich. Das heißt, ich habe jetzt meine Chance, ihn zu fangen. Komm, Hyperball. Ich habe nur noch 10. Danke. Ich glaube, wir kommen jetzt einfach noch auf die andere, auf den anderen Teil der Route. Ich meine, die Routen sind nicht so lang. Antikraft. Keine Ahnung, wie sehen sie das jetzt so aus? Ach, keine Ahnung, ist immerhin besser als Turbosäure. Ich habe nicht viel vor, ihn ins Team zu nehmen, ne? Aber keine Ahnung, man kann ja schon ein bisschen nach seinen Attacken sehen. Britzigel, Typ Elektro. In eine PC-Box mit ihm. Ja, hier ist nochmal ein Encounter. Search ist da bucht. Ich verlasse niemanden das Spidefuck. Klar, Digga. Das heißt, für Nassen. Nasen wie dich und auch für alle anderen ist Route 9 tabu. Mit anderen Worten, du kannst nach Hause fahren, du kannst nach Hause fahren. Ja, Digga, wir von Team Jölfern, Kommando total. Siehst du nur an, Digga, voila. Ist das nicht großartig? Darum lassen wir es auch nicht zu, dass irgendwer es stört, nur um auf ihm übers Wasser geschippert zu werden. Mein. Das ist mir schon klar. Versuche ich euch ja die ganze Zeit ja schon zu erklären, dass ich das Rotor am Rad für eine Funktion ergänzen kann, die es übers Wasser fahren lässt. Und du kommst wie gerufen, Reinhard Schindler. Guter Zeitpunkt für ein Wiedersehen. Ich habe noch was gut bei dir, du weißt schon. Weil ich dir das Rotor am Rad geschenkt habe. Sei bitte so gut und verpasse den Rüpel in deine Lektion. Ey, du bist gemein und kein Haarkrümmern, klar. Wir beschützen ihn vor dir. Die Sache mit der Arena Challenge solltest du also besser aufgeben, voila. Hier ist nämlich Endstation, oder willst du das lieber mit einem Pokémon-Kampf regeln? Ja, komm. Okay, dann mach dich mal bereit für die Abreibung, Digga. Jetzt gleich am Arm. Ole, 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 ole. Alter, Timir ist halt allen Ernstes. Ey, der Typ hat mit uns geredet, wer kämpft das Girl? Von denen. Ich habe, glaube ich, anfangs noch beim ersten Aufeinandertreffen mit Team Yell habe ich die weibliche so weiblich synchronisiert, danach habe ich die immer gleich synchronisiert. Ja, ist halt noch kein Barrikadax, was die da hat. Na, hätte man vielleicht nachts Level 35 erreichen sollen. Dacro. Ja, da soll ich vielleicht raus. Auf. Boah, komm, Sandy Scorch. Ich erwarte jetzt nicht, dass sie so schlau sind und Gestaltsattacken bei ihnen haben. Ich meine, das ist nur Team Yell.
Patronenhieb hier als eine Stahlattacke da. Starke Stahlattacke, aber es ist eine Stahlattacke. Es wird gar nicht. Können andere Pokémon, die nicht von der Partybike reinstammen, überhaupt sowas bei Level Up lernen, so Gesteinsattacken? Ich glaube nein. Ich bin sogar schneller. Ich glaube Patronenhieb ist eine Prio-Attacke. Nichts Besseres im Moveset gehabt anscheinend. Ja, das war's mit dir, Fandago. Knirscher wieder erlernen. Natürlich besser als Biss. Weil war das nicht auch schon mal stärker? War das nicht mal Stärke 90? Warum ist es jetzt Stärke 80? Und der ist runtergesetzt. Ich will einfach nur noch Spike vor zurück, Digga. Oh, uff, Alter. Wenn wir nichts unternehmen, Digga, dann wird die da auf Kamal reiten, voila. Ey, ich hab die Idee. Wir reiten einfach selbst auf Kamal und machen uns vom Acker. Dann mal los, Kamal, auf den Wiedersehen, nach einem schönen Job. Mann. Geht schon mal ohne die zwei los, oder? Puh, du hast mir doch glatt wieder aus der Patsche geholfen. Wie läuft's denn so? Genießt du das Leben als Radfahrer? Wäre doch toll, wenn man mit dem Rotomrad auch über Wasser fahren könnte, oder? Tja, du hast Glück, denn damit du genau das tun kannst, werde ich es etwas für dich modifizieren. So wird das erledigt. Im Akku-Modus kannst du mit dem roten Rad ganz geschmeidig übers Wasser radeln. Wenn du übrigens an Land fährst, befindest dich sich dein roten Rad im Landmodus. Das ist ein großes Pokémon. Okay, den Boost gibt's auch im Wasser. Weil mehr. Es hagelt. Komm, es ist nur weil mehr. Er bleibt schnell. Wow, ist sogar ein Glückswurf. Der daneben geht. Tauf. Ah. Kann man den überhaupt einen Pokéball auf ihn werfen? Ja, ich würde sicherheitshalber nochmal heilen. Ist auch logisch. Ist logisch, dass man auf Pokémon, die gerade sowas einsetzen, keinen Ball werfen kann. Hier frisst man Eisenstacheln, Digga. Ball werfen, los, Hyperball. Danke. Ja, wie gesagt, wenn wir Schwert die erst irgendwie gegen Ende des Parts runtertauschen, weil in deiner Verbindung bei mir gerade scheiße läuft. Ich meine, ich mache die an, 5 Sekunden später Disconnect. Will man ja auch nicht haben. Ja, super viele Pokémon. Scheiß Wand. Und sag mal, warum wird Rotom eigentlich für alles missbraucht? In diesem Spiel, in den neuesten Pokémon-Gens. Ist mal im Ernst. Bis Gen 6 hat man ja noch normale Geräte benutzt. Seit Gen 7 denkt man sich, boah Mensch, wir haben doch Rotom. Setzen wir den nochmal ein. Hier zuerst das Pokédex, dann als PC, dann als Handy, dann als Fahrrad. Ja, der ist super stark. Oh, hier ist sogar ein TM.
Tim Steiner, was macht die hier? Eine vernünftige TM mal wieder. Perle. Von geringem Wert? What? Weil da wollte ich mir gerade ein letztes sagen, es gibt noch einen dritten Teil. Ich kann ja Arktik fangen. Ich wusste gar nicht, dass der hier in dem Spiel ist. Nein, nicht Levelball. Ich wollte doch keinen Ball verschwenden hier. Ich wollte den Flottball nutzen. Super, auf den darf ich jetzt verzichten. Ich muss jetzt mit dem Hyperball arbeiten. Wow, jetzt klappt es sogar mal. Das sieht aber irgendwie auch so ein bisschen wie ein Shiny, ne? Ja, Stella, Grußbogen aus der 7. Gen. Wassergift. Ne, mit Attacke Aquadurchstoß ist das Ding sogar ganz gut. Also die Weiterentwicklung, ne? Ich will auch nicht lokal, die Idioten. Online. Lokal gibt es irgendwie gefühlt niemand. Wenn ich aufnehme, spielt niemand lokal. Komm, das klappt jetzt. Ich glaube an dich, Online-Verbindung. Komm, ich bezahle nicht ohne Grund den Nintendo Switch Online. Ich habe weiter gedacht, ich mein Spielerlebnis ohne Grund. Oh mein Gott. Ich erweitere mein Spielerlebnis gerade so richtig. Und schon wieder habe ich die nicht richtig geordnet. Naja, machen wir danach. Oh Scheiße. Ein wildes Kloptopus. Das ist wohl ein Feld von Jürgen Klopp. Oder so, keine Ahnung, flüchten wir davor. Das Ding ist typisch, glaube ich, reiner Kampftyp. Irgendwie genau wie die eine Krabbe aus Gen 7, ne? Scope-Linse. Erhöht die Volltrefferquote. Was ist denn hier hinten so schönes? Gute neuen Tunnel. Und hier ist wieder Route 7. Und abgeschlossen. Für Britz Igel bekommen wir von Andres ein Jupsgloss. Rolldra ist Jupsgloss. Sorry. Das andere habe ich gar nicht dabei zum Vergleichen. Ne? Ja, okay, dann geht das halt weg. Ne, übrigens, das ist der ganze Weg, den es zwischen der 7. und 8. Arena gibt. Ne? Das alles. Vergessen, dass ich den Boost hier gerade habe. Wenn wir mit dem. Oh. Warum hat er eigentlich bei dem nicht gegen mich gekämpft? Der gute Gentleman Patrick mit seinem Dokles. Wir werden ja auch noch die letzten zwei
Ich hab da eine Naturzone machen müssen, ne? Dukles. Ich habe ja Dungard im Team in Teters Markt. Jetzt bin ich so ein bisschen mit Dukles aus. Ich kann schon mal sagen, dass es eine dumme Idee ist, hier mit ihm hier zu kämpfen. Wie viel macht so ein Eisenschädel? Ich wollte es nur mal testen. Naja, ich weiß auch aus Erfahrung, dass das Ding eigentlich nicht so krasse Verteidigungswerte hat. Also eher Dungard in der Angriffsform. Der hat echt überhaupt keine Verteidigung. Quartermark. Interessant. Den Quartermark kann ich eigentlich nur ihn einsetzen, ne? Weil auf ihn hätte ich halt echt gern bessere Attacken. Ich will auch nicht, dass ich noch mit Blut und Flammenrad rumlaufe nach der sechsten Arena, kurz vor der siebten, kurz vor der achten. Beide Sachen, die wir potenziell nächsten Part machen könnten. Protzer. Wie viel macht so ein Blutsauger? Ich denke nicht viel. Weil das Ding ist auch Typ normal, oder? Nein, doch Typ Kampf. War gerade für einen kurzen Moment nicht sicher. Oh, what the fuck, warum macht das so viel Schaden? Hoffentlich macht er jetzt keinen zweiten. Oh scheiße, ich bin tot, oder? Scheiße! Oh, fuck, Mann! Darf ich zwei Pokémon trainieren? Und ich glaube, Bluttext hat mich auch weggeschickt. Geil! Erstes Pokémon außerhalb einer Arena verloren. Eine schon. Den setze ich jetzt ein, Garados. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wer reinkommt. Ich setze ihn mal ein. Der hat aktuell noch nicht sehr viel Screentime und Mortipod ist ein Geist-Pokémon. Bruchrüstung hat's. Ja, passt. Gigasauger. Alter, wie viel Schaden das einfach. Scheiße, hätte ich gedacht, dass ich einen zweiten überleben würde mit Blutsauger ohne Scheiß. Hey, warum ist das Ding jetzt schneller? Wehe, es quittet, ne? Wehe. Okay, es stirbt aber trotzdem. Überlegt mal, wir würden ihn jetzt noch verlieren. Die Schande ja komplett. Wollten den Trainer auch nicht mal reinlaufen, ne? Das hab ja irgendwie mein Lieblings-Pokémon im ganzen Team verloren. Ja, fick dich mit deinem geschulten Auge hier. Hier, 17.000 für mich und nicht für dich. Ich werde Glutex schon mal wieder ins Team nehmen. Dementsprechend auch ihm hier. 1000 abgeschossen. Und wir bekommen ist so ernsthaft. Ich könnte potenziell auch
den Feuerstatter aus Dings hier holen, aus Galar. Den mag ich aber nicht besonders. Ja, okay, jetzt haben wir ein Isso. Ja, ist jetzt halt so, ne? Schauen wir uns mal das Isso an. Wird eh so ein Scheiß sein, ja. Ja, würde ich sowieso nie ins Team nehmen. Ich glaube, wenn dann. Dann kann ich wirklich hier im Kreis drehen, wenn man diesen Turbo anhat. Ja, wir werden jetzt noch die Pokémon Wundertauschen, dann werden wir auch den Part. Hier ist ja schon der zweite, ist ja schon das Weimar Wundertausch. Was kriegen wir dafür? War klar, dass die Standard-Dinger noch gefehlt haben. Deswegen kommen die jetzt am Ende. Raupi, Alter. Fucking Raupi. Das ist vielleicht der Satz, wenn irgendjemand stirbt eines Tages. Alter, war halt echt klar, dass er noch gefehlt hat, ne? Ja, komm. Wer kommt jetzt? Micro? Der fehlt halt auch noch, oder? Das ist der Anfangsvogel. Ich bin froh, dass ich nicht zu krass leveln muss. Mit Level 30er Mons. Wird sich halt beide entwickeln, ne? Ist klar. Lurak und Donarion werden echt gut im Team reinpassen, würde ich sagen. Ich hatte ja auch mit Chargerbug schon echt eine Menge Spaß. Bis dass ich ihn mal wieder aus dem Team aussortiert hatte. Ja, okay, das ist jetzt Duke's Claws. Den können wir nicht nehmen. Sorry. Sorry, Apfel. Oder welches ist besser? Eingestarrt, na ja, dann werden wir das wegtauschen. Ich spalte einfach das Bessere, ne? Ist eigentlich egal, wir sind beide auf Level 1. Oh, das ist eine TM! Alter, die habe ich gar nicht gesehen. TM Gewissheit, ja. Wenn ich sie genauso gut verpassen könnte, hätte keinen Unterschied gemacht. Ja, was entdecke ich denn hier aus Versehen für Secrets? Mit Schutzbrille. Galamakabaya. Interessant, okay. Interessanter Weg, den Part zu beenden, auf jeden Fall. Bodengeist, warum auch immer Boden. Der sieht eher aus wie Steingeist oder so. Naja, das war's auf jeden Fall jetzt für den Part. Im nächsten Part werden wir uns dann um den siebten Orden kümmern. Und um die letzten zwei Pokémon in der Naturzone. Darauf freue ich mich schon. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.